So. Nee, dann nehme ich das jetzt noch mit. Zumindest ein oder zwei Etagen werde ich das jetzt noch machen. Damit wir endlich mal eine ordentliche Hütte bekommen. Da muss ich halt noch gucken. Wir müssen noch weiter nach oben auf jeden Fall. Und von außen sollte man den natürlich... Sollte man den von... Ach doch, vielleicht könnte man den so sichtbar machen von außen. Dass man, was weiß ich, eine Fensterfront da einbauen oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal noch nach oben. Eine Fensterfront im Berg, das wäre natürlich geil. Dann könnten wir zumindest das Tal da unten mal beobachten. Rentiert sich das überhaupt, das Tal hier zu beobachten? Ja, das... Das würde sich rentieren, das Tal. Das ist doch recht hübsch da unten. Natürlich wäre es richtig geil, den da zu beobachten oder so. Oder da hinten rauszugucken. Nee, das wird nichts. Dafür ist der Berg in die Richtung, in dieser Richtung zu groß. Verdammt. Und der Keeper blinkt unaufhörlich, sag mal. Das gibt's doch nicht. Ich gehe jetzt nochmal hier unten lang. Da müsste er irgendwo sein. Ich gucke jetzt da nochmal hinter dem Berg. Wenn er da nicht ist, dann ignoriere ich ihn einfach weiter. Ich habe echt irgendwie das Gefühl, dass er unter Tage ist. Aber warum sollte der so blinken? Der muss ja... Ich gehe davon aus, dass der bei uns in der Nähe ist. Ansonsten wird es nicht unaufhörlich blinken. Alter, da drüben ist ein Keeper, du Idiot. Er steht direkt neben dir. Und ich sehe keinen Keeper. Nirgends sehe ich einen Keeper. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Golden Keeper. Oh. Da gehen wir irgendwann mal rein. Das sieht interessant aus mit dem Baum da unten drin. Ich weiß nicht, ob der irgendwann mal abgestürzt ist. Aber hier ist nichts. Jetzt drehe ich mich mal ein bisschen. Gucken, ob irgendwo der... Nee. Ich dachte jetzt, dass hier vielleicht der Arkstone oben wieder leuchtet. Jetzt vielleicht in die Richtung oder so. Verstehe ich nicht. Das Spiel mobbt uns. Falls der Mobbing Keeper. Ein kleiner, dicker Mobbing-Keeper, lalalalala. Dabei fällt mir ein, wir müssen noch Sand... Müssen wir noch Sand sammeln oder haben wir noch Sand? Wir müssen auf jeden Fall Glas herstellen. Für das, was ich hier vorhabe. Glas herstellen und, fick dich, Keeper. Wir müssen noch Glas herstellen und was noch? Oh, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Komm, dann können wir mal für die Kohle, können wir mal das hier mal machen. Ist zwar nicht, effizient... Und ist eigentlich Verschwendung, aber die Dinger kriegen wir kostenlos. Von daher nehme ich die einfach mal mit. Also mache ich es mal damit. Würden die Dinger uns jetzt großartig was... Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Ich glaube, die haben wir vom Keeper bekommen, ne? Als wir den geerntet haben. So. Jetzt gehen wir jetzt zwei nach oben. Ja, ne? Zwei nach oben, würde ich sagen. Hier drüben wird es ein bisschen doof. Das müssen wir dann von außen unsichtbar machen wieder. So. Hier fehlt mir so ein bisschen was wie die Pistons in Minecraft, dass man auch den Ausgang verstecken könnte. Dass man drauf zugeht, klack, klack. Andererseits müssen wir das ja noch nicht mal. Wir können ja hier wirklich einen Teleporter reinstellen und das ganze Ding hier von außen unsichtbar machen. Also fast unsichtbar, bis auf die Glasfronten irgendwo, dass man rausgucken kann. Das wäre eigentlich eine Idee. Dass man dann wirklich durch unsere kleine Hütte da vorne, dann machen wir dann, was weiß ich, so eine kleine Holzhütte hin. Nicht die, die wir jetzt da haben, weil die ist potässlich. Machen wir die dahin dabei. Können wir jetzt gleich mal gucken. Mir wurde nämlich gerade was mit Free Blocks oben angezeigt. Der ein oder andere wird es gesehen haben. Und wir haben ja auch schon wieder Punkte ohne Ende. Dann können wir mal gucken, ob man da irgendeine Hütte kaufen können, die wir da hinbauen können, so als Deko. Muss ja noch nicht mal eine Hütte sein. Könnte ja in der Theorie... Boah, das Vor oder so. Aber das Vor, das... Da benötigen wir viel zu viele Items für, um das bauen zu können. Ich glaube, das würde auch so eine Lebensaufgabe werden wie die fliegende Insel, wo ich immer noch bereue, dass ich die gekauft habe. Die werde ich vielleicht irgendwann mal auf dem Privatserver machen. Also, was heißt Privatserver? Auf einem anderen Server, wo ich nicht unbedingt aufnehme. So ein Let's Show, das wäre doch nicht schlecht, oder? Was meint ihr, so ein kleines Let's Show? Was ist das denn hier? Ach, Gras ist das, okay. Gras von unten. sonst wird schon wieder dunkel. Weißt du was? Wasser ist nass, Brot ist trocken, Schwein hat Locken oder sowas in der Richtung. So. So und so.
Dann sind wir jetzt nämlich erstmal geschützt und können hier drinnen weitermachen. Vorerst. Die Frage ist, ja gut, wenn ich das zubauen würde und dann unten... Moment. Halt, war das hier? Store, da ist das Store. Create extending build alone or with your friends. Ja, ja, ja. Krieg mal hin. Neu. Das hier sieht interessant aus für unser... Das hier sieht interessant aus für unser... für den Bunker, den wir hier machen. Aber das wird... Nee, das werde ich nur nicht kaufen. Was brauchen wir denn dafür? Carved Stone Floor. Ja, was brauchen wir dafür, um das herzustellen? Das ist die Frage. Wo hat man das nochmal gesehen? Sale New? Ja, Feuerwerk, da wollte ich eigentlich Silvester was machen, aber das habe ich dann doch nicht so gepackt. Diamond Decorative Pack. Obsidian. Limestone. Das ist natürlich geil, das Limestone Pack hier. Müssen wir allerdings viel Limestone für sammeln. Was mich da so ein bisschen stört. Obwohl, warte mal kurz, normale Limestone-Wände müssten wir ja generell haben. Oder bekommen irgendwo. Coins. Coins ist uninteressant. Wir haben ein paar Stück. Was gibt es denn hier Schönes? Ich weiß nicht, das ist so potthässlich, ist das Haus. Ja, das Fort würde mich halt so ein bisschen interessieren. Was brauchen wir denn alles dafür? Alter, ist das riesig. naja, wir brauchen nur 13.839 Blöcke dafür. Recommended Builders 4 bis 5. Ja. Was brauchen wir dafür? Eigentlich nur Holz. Guck mal einer an. Na gut, 3710 Grasblöcke ist schon ein bisschen mehr. Aber ansonsten Wood Floor 3000. Das ist eigentlich alles nur Holz. Könnte man machen. Könnte man mal machen, könnte man mal machen. So. Und Recipes, was haben wir da? Ach, das sind die Blöcke hier. Free. Komm, wisst ihr was, das nehme ich mit. Wenn es for free ist, nehme ich den auf jeden Fall mal mit. Zack und gelernt. Dann können wir gleich mal gucken. Wie wäre es denn hiermit? Stonepack, dekoratives Steinpaket. Nee, ne? Also mich würde da wirklich noch... Oh, hier, Lavapack. Aber da steht jetzt natürlich auch nicht dabei, was man braucht, um die Lava zu verarbeiten. Das hier wäre auch geil. Glaspack. Das wäre richtig geil. Naja, für eine Kathedrale oder so wäre das geil. Lumit Pack. Shattered Lumit Pack oder was weiß ich was. Furnace Decorative Pack. Das ist auch richtig geil. Wisst ihr was, das nehme ich mal mit. Scheißegal, was wir dafür brauchen. Okay. So, 13 haben wir noch. Und dann nehme ich, ich denke mal, Limestone. Hä? Werden wir die Hütte aus Limestone machen und gib ihm. Ne, wisst ihr was? Das werde ich mir noch überlegen, aus was ich die Hütte hier mache. Ich gucke jetzt erstmal. Was sind das hier? Free Blocks? Nö. Rhythm Code? Was? Oh, nee. Ich dachte schon, da könnte ich jetzt einen Code eingeben. Was weiß ich. Beziehungsweise ich dachte, da hätten wir jetzt ein paar Free-Dinger. Was brauchen wir dafür? Lava. Natürlich brauchen wir dafür Lava. Dafür brauchen wir auch Lava. Kann man das denn ja als Furnace benutzen oder was? Iron Rod. Sieht so geil aus. Naja, später vielleicht. Wildwood. Wildwood können wir irgendwo... Wo gab es denn Wildwood? Gab es das nicht sogar hier irgendwo in der Nähe? Eine Savanne oder sowas? Dekorativstone. Warte mal hier. Das ist doch Limestone. Genau, das ist die Limestone Wall. Dann machen wir den Bunker hier innen drinne komplett weiß und ein paar dekorative Einflüsse. Denke ich zumindest mal. Okay. Gut. Nichtsdestotrotz, ich werde die Aufnahme jetzt beenden und ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr dabei wart, dass ihr zugesehen habt, dass ihr euch diese Scheiße überhaupt 101 Folge lang, beziehungsweise das sind jetzt noch wesentlich mehr, wenn ich jetzt grob drüber rechne, müsste das jetzt die 106., 107. Folge sein, irgendwas in der Richtung. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Scheiße so lange angetan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück hier zum... Ja, zum Bunkerbausimulator 2016. Das ist mir jetzt beim Schneiden aufgefallen. Ich möchte hier nochmal nachsehen, weil ich glaube, ich hatte gar nicht berücksichtigt, dass ich hier eine Zweierlücke habe. Also müssten das hier in der Theorie 14 sein und die andere Wand müsste 13 haben.
deswegen will ich hier nochmal schnell drüber gehen. So, hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. What the fuck? What the fuck is going on here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da habe ich 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dann stimmt das sogar. 6 plus 7 sind 13, plus 2 sind 15. Und was habe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha. Dann kann man nämlich nochmal 2 in die Tiefe gehen und dann passt das hier wieder. Zumindest mit der Symmetrie passt das dann wieder. Haha. Bunkerbausimulator am Arsch. So, den setzen wir wieder dahin. Ja, wenn, dann wollen wir es ja ordentlich haben, wobei das hier doch recht groß ist. Obwohl, warte mal kurz, wenn wir dann noch eine Außenwand drumherum ziehen sollten, ich weiß ja noch nicht, ob ich das so lasse oder ob ich das mit Limestone verkleide oder ob ich es einfach nur hübsch mache, etc. Mal gucken, wie wir das machen. So, 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 so. Wollen wir mal sehen, wie wir das machen. So, wir können dann auch so langsam... Ich weiß auch noch nicht, wie wir das machen. Ob ich jetzt hier den ersten Raum einfach mal halbwegs fertigstellen werde. Und... So. Ja. Ob ich den ersten Raum jetzt hier halbwegs fertigstellen werde. Also Nummer 2 tiefer oder höher oder whatever. Ne, warte mal, wenn ich höher gehe, dann habe ich hier... Ja. Okay, dann würden hier Viecher reinkommen. Hallo? Hey, hier kann ich ja rausspringen. Dann würden hier Viecher reinkommen. Also sollten wir dann doch innen drin die Wände verkleiden, damit wir ein bisschen mehr haben. Hier könnte ich noch einen, dann wäre hier der zweite, aber auch schon. Wir müssen in die Tiefe gehen, okay. Andererseits, wir könnten auch ein bisschen in die Höhe gehen. Wenn ich das hier zum Beispiel wegmache, könnte ich hier nochmal so einen Aussichtspunkt machen. Dann müsste aber die Tanne hier weg. Da unten sind unsere Viecherchen, ja. Sehen wir dann, wie wir es machen. Es soll auf jeden Fall halbwegs hübsch werden. Also so geringfügig hübsch soll es werden. So. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel Holz gesammelt habe. Irgendwie hatte ich doch geplant, ein anderes Haus zu bauen oder so. Ich weiß es nicht so recht. Hier haben wir unsere Kohle. Die nehmen wir auch gleich mit. So. Da haben wir auch nochmal Kohle. Und hier irgendwas? Nee, da ist nur Stone drin. Wo sind die? Da ist er. Zack, da ist das Ding und es sieht nicht so aus, als ob hier noch irgendwas weiteres drunter ist. Nö, sieht gut aus soweit. Ja, wenn ich jetzt noch 2 Schichten hier rausnehme, dann wäre die Deckenhöhe eigentlich recht in Ordnung. Also, dann müsste ich die hier noch alle rausnehmen. So, dann mache ich hier mal... Ach, hätte ich gar nicht machen brauchen. Wir sind ja hier nicht in Minecraft. Das hier wäre dann die Deckenhöhe. Das wäre, denke ich, voll und ganz in Ordnung. Das da so, so, ja, das würde gehen. Kann man so machen. Achso, vorweg, das hier wird nur eine Kurzaufnahme, so was weiß ich, ein Stündchen oder so, weil ich heute noch schneiden muss und, sag ich öfter, oder? Nee, ich muss heute noch schneiden und rendern und das alles noch innerhalb der nächsten paar Stunden, da ich die Folgen heute noch raushauen muss. Da ich doch wieder Regelmäßigkeit reinbringen möchte und vielleicht auch mal ein paar Let's Plays mehr gleichzeitig laufen. Weil es kann ja nicht sein, dass auf meinem Channel jetzt mittlerweile ein halbes Jahr oder so einzig und allein Creativerse läuft. Das ist ein bisschen wenig, ein bisschen viel zu wenig. Verstehe ich, dass es stinklangweilig ist, da die ganze Zeit zuzugucken. Ich habe noch ein bisschen was auf Platte, das sind aber bis jetzt nur 6 Folgen, was ich da testweise aufgenommen habe. Vielleicht setze ich mich da heute Abend nochmal dran und nehme da auch nochmal einen ganzen Schwung auf. So, dass ich, so, dass ich dann dort den Vorrat habe, um irgendwas anderes dann weiter zu produzieren. Das ist ein recht kurzes Spiel. Was heißt ein recht kurzes Spiel? Also, es dauert schon seine Zeit, aber es ist halt auch zeitlich begrenzt auf... Ich würde sagen, so auf 20 Folgen, wenn überhaupt. Na, vielleicht ein bisschen länger. Ich weiß jetzt nicht, warte mal, ich habe 6 Folgen. Mal 4. Vielleicht. Oh, 24 Folgen. Ja, ich würde sagen, 20 bis 24 Folgen würden das werden. So ein Ründchen von dem Spiel. Zumindest auf der Länge, wie ich schneide.
Andererseits weiß ich auch gar nicht, dadurch, dass ich ja meinen PC neu machen musste, weiß ich auch mittlerweile gar nicht mehr, welche Filter ich Ach doch, warte mal, die Filter, die finde ich raus. Das ist ja kein Ding. Ich habe ja die Datei noch. Die Bearbeitungsdatei. Die habe ich ja noch, wenn ich überhaupt Filter draufgesetzt habe. Aber ich glaube, ich habe es getan.